Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir machen heute ein klassisches Gericht vom Grill. Wir machen ein Bierhähnchen oder auch Bierkennchicken oder Bierdosenhähnchen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Bierhähnchen ist was, was immer wieder ja, klappt, schmeckt und überall begeistert. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Ja, ich habe mich entschieden, dass wir mal wieder auch mal so Basic-Rezepte, einfachere Sachen mal wieder zeigen. Ich habe jetzt, auf Facebook ist mir aufgefallen, als die ganzen Discounter, Aldi, Lidl, wie sie alle heißen, die haben alle ihre 4 oder 5 Brennergrills auf den Markt geschmissen und es war ganz viel los in den sozialen Medien. Viele Leute haben gefragt, ist das was, kann das was, was kann ich damit machen? Das heißt, es kommen viele neue Leute rein, ja, so in die Grillszene und wollen Sachen probieren und dann muss man auch mal wieder ein paar einfache Sachen zeigen und auch mal ein paar alte Sachen wieder hervorkramen und vielleicht der ein oder andere, ja, kommt wieder auf die Idee, Mensch, das könnte ich ja auch mal wieder machen. Auf jeden Fall ist das Bierhähnchen oder Bierdosenhähnchen eins der einfachsten Sachen und an sich hat das Teil eine Gelinggarantie. Deswegen ist es auch so schön und gerade Kindergeburtstage. So, ich sammle mich schon wieder fest. Wir fangen an mit unserem Hähnchen. Wie bereits gesagt, handelt sich das hier um so ein einfaches und schnelles Gericht. Von daher haben wir auch gar nicht viele Zutaten. Ja, wir haben hier natürlich unseren Hauptdarsteller, ein Hähnchen. Dann haben wir ein Brett. Dann brauchen wir, ja, wie gesagt, einen ja, Hähnchenhalter. Welchen ihr da nehmt, ist egal. Wir haben hier eine Dose Bier. Ich habe mich hier für ein Taschenfass von Astra entschieden. Nehmt da, welches Bier ihr gerne mögt. Spielt keine Rolle. Ein Olivenöl. Dann haben wir eine Zwiebel. Wir haben Thymian. Dieses ist gerebelter. Dann haben wir 2 Knoblauchzehen. Und dann habe ich hier ein Gewürz. Ich habe das ganz einfache Brathähnchen-Gewürz genommen. Ja, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr euch selber was mischen auf die Schnelle. Salz, Salbei, Paprika, Zucker, Thymian kommt rein. Ich glaube, das müsste es fast gewesen sein und fertig ist das Hähnchengewürz. Dann haben wir noch auf jeden Fall ein paar Grillhandschuhe, die sind immer ganz gut. Da kann man heiße Sachen extrem gut mit anfassen. Diese sind von Barbecue Toro. Und dann haben wir einen Pinsel und ein scharfes Messer zum Aufschneiden von unserem Hähnchen nachher. Ja, das war's schon und wir kümmern uns um unseren Vogel und fangen an, ihn zu würzen. Unser Hähnchen muss nachher sicher auf den Grill. Da gibt es mehrere Möglichkeiten für. Die Grundidee kam von diesem Beer Can Chicken, dass das Bier... dass das Hähnchen direkt auf die Bierdose gesetzt wird. Dann hat sich aber irgendjemand Gedanken gemacht und hat gesagt, na, das ist Aluminium, hier ist Farbe drauf, das ist vielleicht nicht besonders gesund. Für mich hat es eher den Nachteil, dass es nicht ganz so stabil steht, wenn das Hähnchen nachher drauf ist. Das muss jeder selber wissen. Dann hat die Industrie aber eingewirkt und gesagt, ach, wir bauen euch was. Und zwar haben wir hier einmal so einen Hähnchenständer, sage ich, nenne ich es einfach mal, so ein Hähnchenbräter. Der ist von der Firma Weber, das ist so ein bisschen das High-End-Gerät. Ja, auch was den Preis angeht, das liegt, glaube ich, bei knapp 50 Euro. Oder manchmal gibt es einen Discounter für kleineres Geld. Solche Geschichten hier. Funktionieren tut alles. Wir nehmen heute den hier. Einen kleinen Vorteil hat er hier mit der Auffangwanne. Aber auch da gibt es noch günstigere Modelle, wenn ihr jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollt und wollt es gerne mal versuchen. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung mal einige Bräter für Hähnchen, die ich für ganz gelungen halte, die vielleicht auch nicht ganz so teuer sind. Ja, dann schauen wir mal. Also, wichtig ist hier, das will ich euch nochmal sagen. Hier haben wir ein Teil nachher, um oben den Schlund zu verschließen, dass auf jeden Fall nach oben keine Feuchtigkeit entweichen kann. Das Bier muss ja in dem Hähnchen bleiben, damit es schön zart wird. Das haben wir hier bei so einem günstigen nicht. Da müssen wir den Schlund nachher zumachen. Entweder habt ihr so Schaschlikspieße, so kleinere Rouladenspieße sind das, keine Schaschlikspieße, Rouladenspieße. Oder ihr nehmt Zahnstocher dafür entsprechend. Das geht auch. Nur oben muss das Hähnchen nachher zu sein. Unser Hähnchen, das drehen wir erst einmal um und dann haben wir hier hinten... haben wir diese Fettstellen, die überschüssige Haut, das trennen wir einmal ab, denn das brauchen wir nicht. Ja, normal ist noch ein bisschen mehr Fett drin, ich hatte schon ein bisschen was in der Hand gehabt, als ich es vorhin rausgenommen habe. Das packen wir beiseite, braucht kein Mensch. Und dann beginnen wir hier einmal hier an der Hühnerbrust die Haut so ein bisschen zu lösen. Ganz vorsichtig, dass sie uns nicht einreißt. Links und rechts geht das. In der Mitte ist er nochmal so ein bisschen fest. Da machen wir sie auch los. Denn wir wollen jetzt hier auf die Hühnerbrust ein bisschen Gewürz geben. Ansonsten haben wir das Gewürz nur außen an der Haut. Und wenn wir die weggeknuspert haben als erstes, dann haben wir kein Gewürz mehr an der Brust. Und dann schmeckt es eventuell ein bisschen fad. Das wollen wir so ein bisschen... So, guck mal, wie gut das funktioniert hier bei dem Stückchen. Ein bisschen vermeiden, wollte ich sagen. Ich bin noch nicht fertig mit meinem Satz. Einmal hier so ein bisschen ein. Wunderbar. Als nächstes packen wir noch ein bisschen von dem Gewürz in das Hähnchen rein.
Jetzt ziehen wir die Haut wieder drüber. Wunderbar. Ja, und was wir jetzt machen, ist ein bisschen die Haut des Hähnchens benetzen. Hoppla, mit Olivenöl, damit uns das Gewürz gleich schön dran kleben bleibt und nicht wieder abfällt. So, das reicht auch schon, was ich hier an den Handschuhen hatte, das reicht für den kompletten Vogel. Und jetzt bestreuen wir gleichmäßig unser Bierhähnchen mit Gewürz. Ja, schön, dass überall was hinkommt. Nicht zu viel drauf, denn wahrscheinlich wird man die Haut mit dem Gewürz nur essen. Und wenn dann zu dick drauf ist, ja, dann ist es zu salzig. Das sollte verhindert werden. Aber ein bisschen muss halt schon drauf für den guten Geschmack. So, Abteilung kehrt, hätten wir beim Bund gesagt. Und hier auch noch ein bisschen was. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Kollege fertig ist. Also soll das jetzt genügen, haben wir ordentlich was dran. Na, komm, ja, hier kann doch noch was dran. Ne? Wenn ich es nochmal mit den Fingern anpacke, habe ich es gleich noch an den Fingern. So. Der hat noch einen Moment Zeit und wir kümmern uns jetzt um unseren Hähnchenhalter. So, unser Halter nehmen wir mal ab. Hier ist die Schale, wo die Flüssigkeit oder beziehungsweise das Bier dann reinkommt. Und dann schnappen wir uns hier mal eine halbe Zwiebel. Und schneiden einfach mal so ein bisschen in kleinere Stücke. Da kann die Schale ruhig mit rein, da schaut nichts. Die brauchen wir gar nicht. Ja? Dann haben wir hier noch ein bisschen Knoblauch. Ganz grob nur durchschneiden, auch mit rein. Hoppla. Na, bleibst du gut hier. Und die Hälfte von dem gerebelten Thymian, ich sag mal so, das ist ein Teelöffel voll vielleicht. Ne? Vielleicht ein Teelöffel voll. Jetzt kommt unser Taschenfass zum Einsatz. So, da füllen wir jetzt mal ab, vorsichtig. Schäumt nämlich ganz schön. Was rein, das muss gar nicht so viel sein. Denn das Hähnchen wird hier oben zugemacht. Das heißt, der Schlund wird zugemacht und dann kann das da nicht mehr raus oben und dann sollte das eigentlich genügen. Das ist zumindest der Plan. So, genau. Schauen wir mal unter. Wunderbar. Und da ist auch noch Bier über. Ein bisschen was brauchen wir davon noch nachher. Kann nicht alles ausgetrunken werden. Dann setzen wir den Deckel drauf. Ja, die Show beginnt und unser Hauptdarsteller darf sich setzen. Ups. So, mal sehen, dass wir den hier einigermaßen gut entsprechend rüber kriegen. So, das ist jetzt bei diesem Weber so ein bisschen das Problem. Ich will ihn nämlich relativ tief sitzen haben hier, damit wir dieses Teil nachher noch drüber haben können. Ein bisschen reinfriemeln hier. Ah, das scheint immer zu passen. Ne? Hier sieht man diese am Rand hier, diese Spitzen. 2, 3. Na, wo ist nochmal 3? 4 sind es, ne? Genau, 4. Hoppla. So, die müssen frei bleiben. Denn hier haben wir auch 4 Aussparungen drin. Und jetzt nehmen wir die Haut, stecken die so ein bisschen rein. Nehmen jetzt das Teil, suchen uns die Spitzen, wenn wir sie haben. Hoppla. Genau. Stecken das rein. Wir haben es dicht und es kommt so nichts mehr oben raus. Okay. Ja, jetzt haben wir es vorbereitet und was wir jetzt brauchen ist ein Grill und zwar wir brauchen einen geschlossenen Grill. Mit dem offenen kriegt ihr das nicht hin, wir brauchen eine Temperatur von 180 Grad und ja, wenn ihr den Grill nicht habt, dann könnt ihr das im Backofen machen. Also oder ja, wäre halt die Alternative zum Grill, also einen geschlossenen Grill braucht ihr auf jeden Fall dafür. 180 Grad, indirekte Hitze, kommt mit, ich zeig's euch.
Ja, die 180 Grad sind erreicht. Wir haben hier links und rechts einen Brenner an. In der Mitte ist aus. Quasi einen indirekten Bereich. Hier darf unser Gockel Platz nehmen. So, und jetzt kommt die Schale zum Einsatz. Ich habe ja gesagt, die Schale hier, die brauchen wir noch. Da kippe ich ein bisschen Öl rein. Den restlichen Thymian mit dazu. Das hätte man theoretisch auch schon am Tisch machen können, wenn man das gewollt hätte. Kommt mal ein bisschen Gewürz mit rein. Und Schluck Bier. Das Ganze ein bisschen vermischen hier. Deckel drauf und wir sehen uns in einer Dreiviertelstunde hier wieder. Okay. Dreiviertelstunde haben wir jetzt rum. Jetzt haben wir noch die restliche halbe Zwiebel und die eine Knoblauchzehe dabei. Die kommen jetzt ins Spiel. Gucken wir mal hin. Ja, da sind wir auf dem sehr guten Weg. Packen wir jetzt den. Oh, das duftet wie beim halben Hähnchen, Mann. Ihr kennt den Duft. Der ist total großartig. Die machen wir jetzt hier noch mit rein. Denn wenn wir schon die Schale unten haben, dann wollen wir die auch nutzen. Wie gesagt, das ist kein, ist nicht zwingend. Ich nehme das hier mal ein bisschen mit ein, dass das noch Geschmack abgeben kann. Also wir brauchen eigentlich eine Kerntemperatur von gut 80 Grad. Messe ich jetzt aber nicht nach, so ein Vogel grill ich dann immer auf Sicht so ein bisschen. Man sagt eine Stunde etwa, eine Stunde bei 180 Grad, dann bist du in etwa bei 80 Grad Kerntemperatur. Zur Sicherheit lassen wir mal eine Viertelstunde drauf und so ähnlich werden wir das auch handhaben. Also wir sehen uns jetzt in einer Viertelstunde wieder, dann werden wir nochmal einmobben, werden ihn uns angucken und dann kriegt er nochmal 10 Minuten, 5 Minuten oder eine Viertelstunde, je nachdem wie ich mit der Haut einverstanden bin. Die braucht noch einen kleinen Moment, also Deckel wieder drauf. Stopp, warte mal, ein bisschen Bier wollte ich noch nachgeben. Ein klein bisschen Bier. Genau, so, und den Rest, den darf mein Kameramann trinken. 60 Minuten haben wir rum jetzt, das Stündchen. Jawohl. Das ist gut. Ja, da, die Haut ist schon kross. Hinten sieht es auch sehr gut aus. Okay, dann nehmen wir jetzt hier unseren Pinsel, gehen in unseren Sud rein und streichen unser Hähnchen hier mal ein bisschen damit ein. Na, möglichst drin bleiben hier. Jo, lass den Vogel ein bisschen einpinseln hier. Ah, von hier hinten geht es besser. Guck mal. So, das mache ich jetzt alle 5 Minuten. Ich denke so bei 1,15 Stunde 15 Minuten sollten wir am Ziel sein. So ein bisschen unter der Arme waschen hier. Guck mal, hervorragend. Dass man sich immer über die Hähnchen lustig machen muss. Das ist, eigentlich ist das nicht in Ordnung. Ne? Über das Essen lustig zu machen. Aber Hähnchen, die schreien irgendwie einfach danach, wenn die auf dem Grill sitzen. Ah, aua, so. Klappe runter. Minuten. Ja. Es ist soweit. Ich habe die Hitzehandschuhe an. Eine Stunde 15 Minuten sind jetzt um. Und ich würde sagen, wir sind am Ziel. Wenn jetzt alles geklappt hat, und da gehen wir mal ganz stark von aus, dann soll der von außen, hört er, jawohl, schön knusprig sein. Und von innen soll das schön saftig sein. Das gucken wir uns einfach mal an. Und dazu nehmen wir ihn einfach mal vom Grill. Grill machen wir ein bisschen aus, das spart Gas. Und dann sägen wir ihn mal an, den Kollegen. So, hier ist der Kollege. Dann werden wir erstmal wieder so anfangen, wie wir geendet haben. Hier den. Oh, das zerfällt schon. Hoho, das ist richtig zart. Den Deckel rausholen. Und dann mal schauen, ob wir den hier einfach so mal runternehmen können. Und auch das gelingt uns hervorragend. Da kommen wir hier links einfach hier mal entsprechend hin. Hier mal einen Blick reinwerfen. Guck mal her. Ganze Flüssigkeit ist noch drin. Das heißt, wir hatten oben gut verschlossen. Das haben wir gut gemacht. Hervorragend. Okay. Dann werden wir es mal halbieren. Denn es wird ja ein halbes Hähnchen. Das heißt, Hälfte für mich, Hälfte für den Kameramann. Scharfes Messer oder eine Geflügelschere, je nachdem. Scharfes Messer geht auch. So. Jawohl. Tja, so sehen sie aus, die Kollegen. Ich würde sagen, wir probieren sie einfach mal, oder? Ja, ich schneide mal ein Stückchen ab hier.
Okay, habt ihr vielleicht schon gesehen beim Runternehmen. Man muss schon so ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht zerfällt hier. So zart ist das geworden. Ja, das sieht gut aus und das werden wir jetzt mal probieren. Hammer. Ich stehe auf das Gewürz, ne? Oh, das ist mega saftig und ober mega lecker. Das ist absolut genial. Also ich hatte ja gerade hier nur was von der Brust. Hier wird es wahrscheinlich noch saftiger sein, am Schenkel und so weiter, aber das ist richtig gut. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, zack, ist nicht genügend Gewürz dran, dann haben wir jetzt die Geschichte hier einmal kurz eingetunkt. Das haben wir. Die Tunke hier mit dem Bier, dem reingelaufenen Fett, den Zwiebeln, Knoblauch und dem Gewürz. Das ist nochmal der Oberhammer. Normalerweise machst du den paar Pommes dazu, ein bisschen Mayo und ich kenne das so oder erwische mich manchmal dabei. Ja, wenn es mir ein bisschen trocken ist, normalerweise ein Hähnchen, dann kommt das nochmal ein bisschen in die Mayo rein. Das könnt ihr hier einfach in diese Tunke einfach mal reintunken. Schmeckt hervorragend. Ja, so als kleine Idee, macht mal wieder einfache Sachen. Wer es noch nicht kannte, das Rezept einfach mal nachmachen. Wie gesagt, die Bräter habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kosten nicht die Welt und das macht echt Freude, unseren Hähnchen. Ach, Hähnchen kostet auch nicht die Welt, je nachdem, wo du es kaufst, was du da gerne haben möchtest. Auf jeden Fall lohnt sich das und ja, kannst du Leute mit begeistern, vor allem vielleicht auch Kinder mit begeistern. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Nächstes Mal gibt es wieder One-Pot-Pasta am Sonntag. Da gibt es den, darf ich es verraten? Verrate ich einfach mal kurz. Den Landstreichertopf gibt es. Da könnt ihr auch schon gespannt sein. Sonntag 9 Uhr. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bleibt sportlich. Und jetzt gibt es hier noch... Oh. Hol den Teller, leg die Kamera weg, hol den Teller, geht ab.